In dem Near Future Roman Utopia Plus von Sarah Zerbe geht es darum, dass Menschen nach ihrem Tod quasi ihr Bewusstsein, ihr Intellekt, ihr Wissen auf einer Pflanze speichern können. Und da interessiert mich als erstes, Sarah, wie kamst du überhaupt auf diese skurrile Idee? Also auf die Idee für meinen Roman bin ich dadurch gekommen, dass eine Freundin von mir gesagt hat, sie würde nach ihrem Tod gerne auf einem USB-Stick gespeichert werden. Sehr gute Idee, finde ich auch. Und von da habe ich so ein bisschen weitergedacht und gelesen über Möglichkeiten, wie man das menschliche Leben verlängern könnte über so diesen Unmöglichkeitszeitpunkt hinaus. Also Unmöglichkeit wie Tod oder wir haben keine Lebensgrundlagen mehr auf dem Planeten und da könnte man ja, keine Ahnung, sich einfrieren lassen und auftauen lassen, wenn alles wieder gut ist. Oder man sucht sich einen Ersatzplaneten. Oder man macht sogenanntes Mind-Uploading, Google-Tipp an dieser Stelle. Und dadurch bin ich irgendwie auf einen Artikel gestoßen über Leute, also über Forscher aus Slowenien, die es geschafft haben, ein Hello-World-Programm auf der DNA von Pflanzen zu speichern, weil nämlich übrigens Pflanzenspeicher tatsächlich auch eine potenziell relativ energiesparende Methode ist, um Daten zu speichern. Und das fand ich so interessant, dass ich es irgendwie im Kopf zu der Grundlage für meinen Roman zusammengebaut habe. Und warum sind ausgerechnet Pflanzen das Speichermedium, nicht zum Beispiel USB-Sticks? Das ist eine sehr gute Frage. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man in der Literatur ja auch so ein bisschen die Möglichkeit hat, einfach mal Sachen im Kopf durchzuspielen, die man in der Realität gerne machen würde. Und ich würde wahnsinnig gerne alle meine Sachen einfach auf Pflanzen speichern, weil es wäre tatsächlich sehr energieeffizient. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir halt auf einem Planeten sitzen können, der halt mehr und mehr kaputt geht in der Klimakrise und wir können uns trotzdem oder gleichzeitig eher halt zu Hause so einen Urban Jungle für Instagram und für unser Wohlbefinden zusammenbauen. Und es ist ja dann irgendwie so, dass super viele von den Zimmerpflanzen, die wir so haben, eigentlich kolonialistisches Raubgut sind und auch heutzutage gar nicht fair gehandelt. Und ich finde, dass bei Pflanzen halt sehr viel zusammenläuft, was halt irgendwie politisch und philosophisch und biologisch natürlich und botanisch interessant ist und wo ich halt einfach mal anfangen wollte, mir Gedanken drüber zu machen. Und damit bin ich vielleicht mit dem Buch auch in echt noch gar nicht fertig geworden. Was mich auch noch interessiert, das klingt ja alles sehr futuristisch, aber wieso beschreibst du dann so eine ganz, ganz nahe Zukunft, die ja wirklich wenige Jahre von heute ist? Lustigerweise war das Manuskript am Anfang auf eine, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre spätere Zukunft datiert, aber ich habe es beim Schreiben vielleicht ein bisschen intuitiv so gebaut, dass es irgendwie doch eine nähere Zukunft geworden ist. Und gleichzeitig war es im Schreibprozess auch so, dass ich halt ständig Nachrichten gelesen habe, so von wegen, ja, wir sind vielleicht irgendwie 2030 oder 2035 oder vielleicht auch nächstes Jahr schon an dem Punkt, wo wir halt die 1,5 Grad Erderwärmungsschwelle erreicht haben und wir beobachten ja halt auch politisch, dass irgendwie super viele Klimaziele aufgeweicht werden, dass halt überhaupt nicht so viele Maßnahmen ergriffen werden, wie ergriffen werden müssten, damit man den Karren wenigstens noch ansatzweise aus dem Dreck ziehen kann. Und da denke ich dann halt auch so, ja, die ferne Zukunft, die wir uns irgendwie vorgestellt haben, die ist vielleicht auch näher, als wir denken. Und deswegen habe ich es dann halt nur, ich glaube, es sind jetzt 16 Jahre in die Zukunft versetzt. Trotz der Klimakatastrophe und einem noch viel krasseren Unterschied als heute zwischen Arm und Reich gibt es in deinem Roman noch viele hoffnungsvolle Elemente, Freundschaft, Solidarität und dergleichen. Würdest du ihn denn generell als Dystopie bezeichnen? Wahrscheinlich müsste man das eigentlich mit einem ganz klaren Jein beantworten, weil wir haben ja ein dystopisches Setting, so mit diesen spürbaren Auswirkungen des Klimawandels zum Beispiel. Aber eigentlich ist das ja die Sorte Dystopie, in die schlittern wir jetzt schon rein. Und ich wollte halt gerne sozusagen einen Alltag aus diesem Abgrund, in dem wir ja jetzt schon sind, erzählen. Und ich glaube, dass es da nicht sinnvoll wäre, da so eine der Mensch ist dem Menschen ein Wolf-Geschichte auch noch draus zu machen, weil es ja trotzdem irgendwie viel danach fragt, was wäre, wenn. Und ich denke, dass man da in alle Richtungen gucken muss. Und wenn man das halt nur in so eine, alles ist ganz furchtbar und alle sind schlimm zueinander Richtung macht, dann dient das meistens irgendwie dazu, keine Ahnung, so eine Art Angstlust am Abgrund zu befriedigen und ansonsten die Leute da sitzen zu lassen, wo sie sind. Und deswegen finde ich stattdessen immer, weiß ich nicht, auf eine angenehme und für mich gut erzählbare Art revolutionär, wenn Figuren solidarisch und freundschaftlich miteinander sind. Deswegen habe ich das so gemacht. Danke dir fürs Interview.